Ja, meine Freunde, was geht ab? Und wir reagieren heute auf 10 krasse Filme und Serien, die es wirklich geben soll. Unter anderem auch How I Met Your Father. Ich war ein Riesenfan von How I Met Your Mother. Und deswegen bin ich gespannt, ob das real oder fake ist. Abonniert gerne unseren Channel, lasst das real werden. Und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Wir starten direkt rein. Für echte Filmfans ist es momentan wohl die beste Zeit überhaupt. Denn selten kamen so viele spektakuläre Filme und Serien in so kurzen Abständen raus. In diesem Video wollen wir euch daher 10... Aber es ist wahrscheinlich auch wegen Corona. Ich meine, man konnte zwar ein bisschen produzieren, aber natürlich nichts releasen, weil ja gefühlt weltweit alle Kinos zu waren. Und deswegen ist es umso cooler, dieser Boom jetzt. Man hat James Bond, man hat das. Und ich freue mich da auf jeden Fall. Krasse Blockbuster und Serien präsentieren, die in naher Zukunft erscheinen werden. Mit dabei sind nicht nur Fortsetzungen von legendären TV-Shows und Spin-Offs von fantastischen Comedy-Serien, sondern auch technologische Revolutionen und Filme, von denen man nie gedacht hätte, dass sie jemals erscheinen werden. Es wird also extrem spannend, deshalb bleibt dran hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns doch mal in die Kommentare, auf welchen Film ihr euch am meisten freut. Wir sind gespannt. Auf den neuen Quentin Tarantino. Auf der Nummer 10 beginnen wir direkt mit der Fortsetzung eines Films, der 2009 so gut wie jeden denkbaren Rekord pulverisiert hat. Avatar. Und zwar Avatar. Der erste Teil, Aufbruch nach Pandora, für den Regisseur James Cameron. Muss ich zugeben, habe ich nie gesehen. Habt ihr es gesehen? Ich meine, ich kann mit dem Ganzen nichts anfangen. Mit Lob überschüttet wurde, spielte bis heute über 2 Milliarden Dollar ein und gilt für viele als einer der spektakulärsten Blockbuster aller Zeiten. Im zweiten Teil, der schon 2020 angekündigt, aufgrund der Pandemie jedoch ins Jahr 2022 verschoben wurde, wird es vermutlich erneut um die humanoide Spezies der Na'vi gehen, die versucht, ihren Planeten zu retten. Zwar sind genaue Details noch nicht bekannt, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Film erneut mit spektakulären 3D-Aufnahmen und einem heftigen Budget von mehreren 100 Millionen Dollar Schlagzeilen machen wird. Wem das noch nicht reicht, der kann sich sogar noch auf die weiter entfernte Zukunft freuen. Noch drei? Insgesamt sollen laut Regisseur James Cameron nämlich 4 weitere Avatar-Filme gedreht werden, was die ganze Story zur wohl spektakulärsten... Schau, wie unspektakulär das Ganze dort aussieht. Man hat da die Rennen mit einem Anzug mit 5 Punkten herum. Das ist echt ein Wahnsinn, was die dann draus bauen am Computer. ...Pentalogie aller Zeiten machen dürfte. Weiter geht's mit einem Spielfilm, auf den sich momentan vermutlich jeder Deutschrap-Fan und Genießer von spannenden Biografien tierisch freut. Und zwar Rheingold von Regisseur Fatih Akin, der in den kommenden Jahren in die Kinos kommen soll. In dem Film wird es um die unfassbare Lebensgeschichte von einem der erfolgreichsten Rapper Deutschlands gehen, nämlich um die von Xatar. Xatar, der nicht nur als Rapper und Plattenmogul extrem gefragt ist, hat nämlich eine Biografie, wie sie normalerweise nur in Hollywood-Filmen zu sehen ist. Er musste nicht nur als Kind aus dem Irak nach Bonn fliehen, in seiner Jugend geriet er zwischenzeitlich sogar dermaßen auf die schiefe Bahn, dass er sich einige Jahre später auf einer weltweiten Flucht wiederfand, da er einen Goldtransporter ausgeraubt hatte. Nach einigen Jahren im Gefängnis veröffentlichte er 2015 dann nicht nur ein erfolgreiches Comeback-Album, sondern auch eine vielbeachtete Autobiografie. Da Xatars Lebensgeschichte insgesamt so spektakulär ist, nahm sich sein Freund und Kultregisseur Fatih Akin der Sache nun persönlich an und ist momentan dabei, die unfassbare Story von Jiva Hajabi, wie Xatar in Wirklichkeit heißt, zu verfilmen. Okay, hört sich sehr interessant an. Die Kinos werden nach Release, also vermutlich vor Deutschrap-Fans gerade, zu überschwappen. Das kann ich mir vorstellen. Als nächstes kommen wir zu einer der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, die nach zahlreichen Forderungen nun endlich ein Spin-Off bekommen wird. Und zwar How I Met Your Mother bzw. How I Met Your Father, wie die neue Serie heißen wird. Es ist zwar noch nicht bekannt, wann die Serie genau erscheinen wird, geschweige denn, worum es konkret geht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass How I Met Your Father ähnlich beliebt sein wird wie... Mein Problem ist halt bei dem Ganzen, man probiert da wahrscheinlich ganz nah an das dran zu bauen und das kann nur scheiße werden. Sorry, aber ich hype's, ich find's zwar cool, weil ich die Serie cool fand, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ähnliche nur mit anderen Leuten und eigentlich mit der gleichen Geschichte nochmal was werden kann. Die Originalserie.
Nachdem diese nämlich vor 7 Jahren zu Ende ging und, Spoiler-Alarm, nicht jeder Fan besonders angetan vom Ende war, ist es für viele nun an der Zeit, die Serie wieder in das Licht zu rücken, das ihr eigentlich zusteht. Und zwar eine Comedy-Show, die weltweit Millionen Menschen die Zeit vorm Fernseher versüßt hat. Momentan gibt es zwar nur erste Bilder vom Set, es ist jedoch davon auszugehen, dass uns schon bald ein erster Trailer präsentiert wird. Auf der Nummer 7 machen wir mit einer Serie weiter, die nach vielen, vielen Jahren nicht nur ein ganzes Fantasy-Universum erweitert, sondern auch Millionen von Menschen vor den Fernseher ziehen wird. Und zwar The Lord of the Rings. Eine Serie basierend auf den berühmten Herr-der-Ringe-Film und dem Roman von J.R.R. Tolkien. Anders als die Filme wird sich die Serie jedoch nicht am Buch orientieren. Kann ich auch gar nichts anfangen. Also, ich weiß nicht, ich mag zwar Superhelden, aber das ist mir zu nerdig mit diesen elbischen Zeug und so weiter. Das ist mir einfach zu. Ich meine, vielleicht, wenn ich es mir mal angucke, aber das ist mir einfach zu nerdig. Voraussichtlich mehrere tausend Jahre vor den Geschehnissen von Herr der Ringe spielt. Frodo ist ziemlich cool. Wie genau das aussehen wird, ist zwar noch nicht bekannt, allerdings freuen sich schon jetzt zahlreiche Fans darauf, endlich neuen Stoff zu bekommen, der die Welt der Hobbits und der Herr der Ringe endlich erweitert. Kennt ihr diesen Meme, diesen Epic Sykes Guy, da gibt es ihn, der mit dem Kopf so schüttelt? Ich glaube, das ist doch er, oder? Ich weiß nicht genau. Da gibt es auch Kritik an dem Vorhaben, da einige der Meinung sind, dass eine Serie über Herr der Ringe auch auf Basis eines Buches von J.R.R. Tolkien beruhen sollte. Insgesamt ist hier jedoch mit einem der spektakulärsten Serienstarts 2022 zu rechnen. Okay. Als nächstes kommen wir zu einem Film, der gleich aus zwei Gründen zu den meist erwarteten aller Zeiten zählt. Und zwar zum einen, weil es sich um die Fortsetzung einer legendären Reihe handelt und zum anderen, weil dieser Film eventuell eine interaktive Beteiligung der Zuschauer ermöglicht. Das Matrix, sau cool. Spielt da wieder Keanu Reeves mit? Die Rede ist von Matrix 4. Nachdem die ersten drei Filme unzählige Filmfans geprägt und mittlerweile Legendenstatus haben, ist vor allem das Thema der Interaktion spannend. Nachdem am 9. Dezember nämlich der erste Trailer zu Matrix 4 erschien, spekulierten viele Experten, ob die Zuschauer in den Kinos absichtlich in den Ausgang der Story mit einbezogen werden könnten. So vermuten einige, dass es zur Mitte des Films die Möglichkeit gibt, zwischen zwei Möglichkeiten abzustimmen. Je nachdem, wie sich das Publikum entscheidet, wird dann die eine oder die andere Version abgespielt. Viele Fans. Das ist nicht mal so blöd. Ich meine, das finde ich verdammt genial. So interaktive Filme, das sind wahrscheinlich noch mehr Arbeit wie ein normaler Film. Aber du hast die Möglichkeit, dir zwei Filme in einem anzugucken. Also nicht jetzt auf einmal. Und die Filmemacher verdienen natürlich doppelt, wenn man den anderen Teil sehen will. Finde ich ziemlich nice. Fans werden also vermutlich mehrmals den Weg ins Kino finden, um im besten Fall zwei verschiedene Enden zu sehen. Weiter geht's mit einem Film, bei dem viele schon die Befürchtung hatten, dass er niemals erscheinen würde und dessen Ankündigung die ganze Welt überrascht hat. Die Rede ist von Jackass Forever, dem neuesten Blockbuster der berühmten Jackass-Crew. Nachdem 2010 mit Jackass 3D der letzte Film der Reihe rauskam und es danach den Anschein machte, als ob sich die Darsteller um Johnny Knoxville und Steve O anderen Projekten widmen würden, hatten viele die Hoffnung auf weitere Verfilmungen der verrückten Stunts aufgegeben. Da sämtliche Jackass-Stars außerdem mittlerweile auf die 50 zugehen und die Jackass-Stunts nicht gerade ungefährlich sind, war es wohl für jeden Fan eine große Überraschung, als vor wenigen Wochen der Trailer zum neuen Film erschien. In diesem sieht man, abgesehen von Bam Margera und dem verstorbenen Ryan Dunn, alle Stars von früher sowie weitere Prominente wie Machine Gun Kelly, die ab Anfang 2022 wieder Millionen von Zuschauern zum Lachen bringen dürften. Auf der Nummer 4 kommen wir nun zu der einzigen Doku auf dieser Liste, die seit Jahren... Es gibt Leute, die eine Doku seit Jahren erwarten, okay, das wusste ich nicht. ...von vielen erwartet wird und bald endlich offiziell ausgestrahlt werden soll. Die Rede ist dabei von einem Film namens Unzensiert, der das krasse Leben von einem der bekanntesten Musiker Deutschlands in den letzten Jahren begleitet hat. Und zwar von Bushido. Nachdem es Anfang 2019 zunächst relativ lange musikalisch still um den Gangster-Rapper wurde, häuften sich die Schlagzeilen um sein Leben abseits der Musik. Er trennte sich nicht nur von seinem langjährigen Geschäftspartner, er brach außerdem den Kontakt zu vielen alten Weggefährten ab und musste doch gegen irgendeinen Clan kämpfen oder so. Da hat er sich ja dann auch
Das war ja lebensgefährlich, glaube ich. Zeit in einem aufwendigen Gerichtsverfahren der Öffentlichkeit stellen. Da in dieser Zeit viele Gerüchte über Bushidos Leben entstanden, sieht sich der Rapper nun in der Pflicht, einige Dinge gerade zu rücken. Okay. Dafür wurde er 3 Jahre von Amazon Prime begleitet, um nun in Kürze seine Sicht der Dinge zu präsentieren. Zwar ist ein genaues Startdatum noch unbekannt, es kann sich jedoch nur noch um Monate handeln, bis die Bushido-Doku bei Amazon erscheint. Als nächstes kommen wir zu einer berühmten Serie, die nach über 25 Jahren endlich fortgesetzt wird, jedoch in einem ganz anderen Gewand daherkommt. Alter, es ist so mühsam, die Serie. Wirklich, die ist echt, sie ist zwar ein bisschen lustig, aber seid ihr Fans davon? Als viele erwartet haben. Und zwar Der Prinz von Bel-Air. Die Comedy-Show, die in den 90er Jahren dafür verantwortlich war, dass Will Smith zum absoluten Weltstar wurde, ist nicht nur eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, sie wird sogar so sehr vermisst, dass sich vor einigen Jahren einige Fans selbst Gedanken über eine mögliche Fortsetzung machten. Einer davon war ein Mann namens Morgan Cooper, der 2019 auf eigene Faust einen selbst editierten Trailer erstellte. Dieser kam dabei so gut an, dass sich sogar die Produzenten der Show darauf einließen. No way, die haben einfach ihn gefragt, ob er ihnen hilft, ein Drehbuch zu schreiben. Zusammen mit Cooper eine Fortsetzung zu schreiben. Diese wird zwar deutlich dramatischer und ernster als das Original sein und auf Will Smith müssen die Fans ebenfalls verzichten. Insgesamt Also ist es auf Deutsch gesagt eigentlich nur, sie übernehmen nur den Namen und alles andere ist anders. Also und vielleicht die Musik dann noch gleich, aber ja, ich meine, das kann man, das ist auch nicht mal ein Reunion oder so, ein Reunion, das ist einfach nur Geldmacherei mit den alten Namen. Ich meine, eine neue Story, neue Schauspieler, dann ist nur die Musik gleich und dass sich die Leute halt freuen darauf. Gab es jedoch überwältigendes Feedback und viele können den Start der neuen Folgen kaum noch abwarten. Bevor wir zur Nummer 1 und damit einer wirklich unglaublichen neuen Serie kommen, haben wir auf der Nummer 2 noch einen brandneuen Film, der eventuell neue Maßstäbe in der Filmindustrie setzen wird. Und zwar Campari Red Diaries Fellini Forward. Was auf den ersten Blick zwar recht unspektakulär klingt, erweist sich auf den zweiten jedoch als technologische Revolution. Dem Kurzfilm fehlt nämlich eine ganz besondere Eigenschaft, und zwar ein Regisseur. Um genau zu sein, führte für diesen Film nämlich eine künstliche Intelligenz Regie. Um dies zu bewerkstelligen, wurde vorab eine KI mit alten Filmen des italienischen Regisseurs Federico Fellini, der vor über 30 Jahren verstarb, gefüttert. Auf dieser Basis sollte die KI dann Regieanweisungen und Ideen im Stile Fellinis liefern. Dieses extrem aufwendige Verfahren mündete Anfang diesen Jahres dann im erwähnten Film, der vor kurzer Zeit bei den Filmfestspielen in Venedig vorgestellt wurde. Der Kurzfilm kam dabei extrem gut bei den Zuschauern an und zeigt, dass auch in der Filmindustrie... Das ist so creepy. Jetzt schreiben Computer schon eigene Filme. Ach, das macht mir ein bisschen Angst. Computer und Menschen immer enger zusammenarbeiten. Zum großen Finale kommen wir auf der Nummer 1 nun zu einer Serie, über die wie bei keiner zweiten zahlreiche Spekulationen aufgestellt wurden. Sollte diese Serie nämlich tatsächlich erscheinen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie alle bisherigen Rekorde brechen wird. Die Rede ist von einer möglichen Show über Harry Potter. Laut zahlreichen Hollywood-Insidern, Filmportalen und anderen Experten sollen die Arbeiten an der Harry-Potter-Serie nämlich bereits begonnen haben. Zwar werden momentan angeblich noch die genauen Drehbücher diskutiert, für viele ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass bald die Dreharbeiten beginnen werden. Dementsprechend sind noch keine Details über die potenzielle Handlung bekannt. Sollte die Serie, die vermutlich von den Warner Studios produziert wird, jedoch eines Tages starten, dürfte es zu einem... Ja, war ziemlich cool, ein paar Reunions wären cool, ein paar, wie gesagt, es wären nur billige Spin-Offs, die man ja macht, um irgendwie den Produzenten und den Herstellern noch mehr Kohle zu bringen, aber die ja irgendwie im Grunde nichts mehr damit zu tun haben mit dem Original. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Abonniert gerne den Channel für mehr vom Lanz und natürlich auch für mehr Reaction und auch für mehr Gameplay. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.